Freunde, herzlich willkommen in Vernissage, der einzigartige Ausstellung im Rathaus in Kašperské Hory. Diese Ausstellung stellt 4 Fotografen aus 3 Ländern mit ihren Fotos vor. Die Ausstellung heißt Nachtlandschaften. Wegen heutiger Covid-Beschränkungen könnten wir zusammen mit deutschen Veranstaltern die öffentliche Vernissage nicht vorbereiten und deshalb habe ich diese Videoeinladung gedreht. Diese Ausstellung unterstützt das Projekt Sternenpark, das die Schönheit des Nachthimmels betonen möchte. Es hat zum Ziel, die Lichtverschmutzung durch künstliche Lichtquellen auf ein Minimum zu reduzieren. Lichtverschmutzung ist immer ein großes Problem in den entwickelten Ländern. In den letzten 10 bis 15 Jahren wurden die Erkenntnisse in diesem Bereich immer breiter. Ein Sinn der Ausstellung ist, auf dieses Problem hinzuweisen und zugleich zu zeigen, dass unter dem Nachthimmel wir nicht nur Angst fühlen können, sondern auch eine Verbindung mit dem Universum. Die Stadt Grafenau ist ein Hauptveranstalter dieser Ausstellung, mit der unsere Stadt Kašperské Hory 30-jährige Partnerschaft gefeiert hat. Ab 4. Mai werden die großformatigen Fotografien auch an Fassaden im Stadtbereich Grafenau ausgestellt. Schon einmal gesagt habe, die Fotografen stammen aus 3 Ländern. Ein ist Bernhard Enzenhofer aus Österreich. Durch die Fotografie der Sterne habe ich eine Möglichkeit gefunden, nicht nur der irdischen Schöpfung nahe und verbunden zu fühlen, sondern auch der außerirdischen Natur, habe Bernhard gesagt. Er versuche mit seinen Bildern den Menschen eine Wirklichkeit zu zeigen, welche vielen heutzutage leider verborgen bleibt. Der andere Fotograf ist Daniel Meyer aus Deutschland. Er habe 2 Argumente zur Nachtfotografien. Einerseits liebe er die Natur und andererseits die Stille. Wie er betont hat, wenn man nachts am Berg ist und nichts hört, außer seinem eigenen Atmen, ist man ganz bei sich und ohne Ablenkung fokussiert auf das, was man tut. Wenn dabei ein gutes Foto rauskommt, freut das natürlich. Der zweite Fotograf aus Deutschland ist Bastian Kalous. Bastian wurde im Jahre 1980 in Freyung geboren. Freyung ist eine Stadt, die im Bayerischen Wald liegt. Als er Polaroid-Filme entdeckte, wurde es ganz klar, was ein Hauptthema seiner Arbeit wird. Es handelt sich um eine Wildnis der Bayerwalds. Er verbringe lange Zeit mit dem Suchen der guten Plätze mit Genius Loci. Deshalb sind seine Fotografien so einzigartige. Der tschechische Vertreter unter den Fotografen ist Lukáš Veselý. Seit dem Jahre 2016 ging er durch die Natur mit einem Rucksack und einem Stativ. Er liebe die Natur und die Berge. Am Anfang Stadtfilm Interstellar. Dank dieses Films begann er für Universum und ein Nachthimmel zu interessieren. Am Ende des 2018 begann er mit seiner Kollegin Jiří Benda den Fotokurs zu veranstalten. Seit diesem Jahr besitzt er auch Drone Phantom 4 Advanced.
Das waren vier Fotografen, dessen Fotos man im Rathaus in Kaspersky Hory sehen kann. Ich bedanke mich sehr bei Herrn Bürgermeister Alexander Mayer, bei Sachgebietsleiter und Pressesprecher aus Landratsamt Freyung Grafenau, Herrn Karl Matschiner, und bei Stadträtin für Kultur in Grafenau, Frau Johanna Mayer-Simet, und auch bei der Hauptbegleiterin in der Burg Kasperk, Frau Jana Sázavská. Jetzt begrüßt euch Bürgermeisterin der Stadt Kašperské Hory, Frau Bohuslava Bernardová. Vážený pane starosto Majere, vážení občané partnerských měst Kašperské Hory a Grafenau. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mayer, geehrte Bürger der Partnerstädte Grafenau und Kašperské Hory. Dnes 4.2.2022 jsme se měli sejít na radnici v Kašperských Horách při otevření výstavy krásných fotografií z Bavorského lesa a Šumavy. Pandemie COVID-19 si ale dělá, co chce, omezuje nás na každém kroku. I dnes nám znemožnila setkání zástupců našich měst, což mě velice mrzí. Heute am 4. Februar 2022 sollten wir uns im Rathaus in Kašperské Hory treffen und eröffnen die Ausstellung der Fotos aus dem Bayerischen Wald und Böhmerwald. Coronavirus beschränkt uns auf Schritt und Tritt und auch heute hat er uns ein Treffen unserer Städte verhindert. Es tut mir aufrichtig sehr leid. V roce 2021 jsme si společně připomínali 30. výročí partnerství Kašperských hor a Grafenau. Tato výstava je důkazem toho, že naše spolupráce funguje a doufám, že i nadále dlouhá léta fungovat bude. Im Jahre 2021 haben wir uns zusammen an 30-jährige Partnerschaft unserer Städte erinnert. Diese Ausstellung ist ein Beweis, dass unsere Zusammenarbeit klappt und ich hoffe, dass noch lange Zeit wird. Krajina Šumavy je nám společná, o čemž svědčí i tato výstava Noční krajiny. Böhmerwald ist unser Zusammenraum und das sagt auch diese Ausstellung der Nachtlandschaften. Pokud chcete zhlédnout výstavu osobně, neváhejte a navštivte naše město a naši radnici. Ob ihr diese Ausstellung persönlich sehen möchtet, besucht ihr unsere Stadt. Přeji nám všem, abychom se opět mohli osobně setkávat a užívat si Šumavu z obou stran hranice bez omezení. Ich wünsche allen, damit wir wieder persönlich treffen können und Böhmerwald auf beide Seiten der Grenze ohne Beschränkungen genießen. Na naši starou Šumavu! Na zdraví nás všech! Auf unsere Böhmerwald und auf Gesundheit von allen. Na zdraví. Und was am Ende zu sagen? Wegen der Lichtverschmutzung verlieren wir das Nachtdunkel und zugleich auch eine Verbindung mit dem Universum, dessen kleinen Teil sind wir, die Menschen.